Ne, wenn der rumfahren würde, wird man ihn doch sehen, ne? So als das blaue Symbol. Ja, hol den doch mal ab hier. Wo die sind auch lauter krank. Was ist denn mit denen? Oh, die Arbeit, ja, ich meine, klar, das ist ungesunde Arbeit da. Wir haben ja noch keine gute Industrie. Mein Gott, man sollte am besten nie so nah rangehen. Das ist ja fürchterlich. Und wieso ein. Also alle Kranken gehen eigenartigerweise zu Fuß. Können die nicht mehr Auto fahren, wenn sie krank sind oder was? Mit dem Auto wären sie in ein paar Sekunden in der Klinik. Oh ja, was bequatschen die jetzt? Tauschen die ihre Krankheitskeime hier aus? Zwei Frauen, egal wie krank, Hauptsache immer noch quatschen können. Hier, Lucia Rhein fühlt sich krank, kehrt zurück nach Hause. Und wer ist die andere? Lucilotz? Wie hört sich das denn an? Lucilotz, das ist ein Pornoname, oder? Lucilotz. Wo kommt die her? Herkunft Müllhalde. Lucilotz aus der Müllhalde. Da gab es doch die Serie, die verrückte Luzi. Ne, wie heißt das? Wie ist die? Die wilde Luzi. Ach, ich hab's vergessen, ist egal. Luzi, der Schrecken der Straße, genau das war's. Lucilotz von der Müllhalde. Alles klar. Die hat wohl zu viel von ihrem Müll gegessen. Lucilotz. Ich bin Lucilotz, ich komme von der Müllhalde. Oh, Polizei. Ja, aber das ist echt eigenartig. Warum gehen die Kranken zu Fuß? Ey, in ein paar Sekunden werden sie in der Klinik. Aber immerhin, wir haben keinen Toten mehr. Also irgendwie scheint es zu funktionieren. Luzi, Leute, und hier ist die andere. Die kommt aber mal gar nicht voran hier. Die, wie ist die nochmal? Lucia Rhein. Auch von der Müllhalde. Oh, Frau Rhein arbeitet auf der Müllhalde. Fräulein Reinlich, wer war das nochmal? Fräulein Reinlich? Oh, war das nicht die Haushaltschefin bei Dr. Snuggles? Der hat doch auch diesen Roboter, Mathilda Dosenfänger. Ja, was reden man so alles für ein Quatsch? Mann, geht doch zur Klinik. Was ist denn mit euch?